Ja, hallo, liebe YouTube-User, liebe YouTuber oder wie auch immer man das sagt. Also kurz gesagt, liebe Menschen, die ihr sinnlos mitten in der Nacht auf YouTube irgendwelche Videos sucht, so wie ich auch. Also lieber Michael Nirvarani, du bist zu Gast, möchte dich noch darauf hinweisen, du bist zu Gast am Roten Stuhl in dem YouTube-Kanal Media Groove und hast ein Interview gegeben. Und schaust dir das jetzt, nachdem du zweimal schon wahrscheinlich onaniert hast, nicht, schaust du dir das sinnloserweise an. Geh doch schlafen, sitz nicht wieder bis um 4 Uhr am Computer. Alles Liebe, bis bald. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Media Groove. Der Rote Stuhl steht heute in einer unfassbar geilen Location. Oh, vielen Dank. Wir sprechen nämlich gleich mit dem Besitzer dieser Location, das Globetheater Wien. Traumhaft, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, sehr gerne. Und unglaublich ist auch der Gast, Michael Nirvarani. Danke vielmals. Es ist super. Herzlich willkommen. Ich glaube es nicht. Du sagst es nur, weil ich es schon zweimal verschoben habe. Ja, genau. Ja. Ich habe heute schon gesagt, ich glaube es erst, wenn du bei mir sitzt. Ja. Weil man muss dazu sagen, wir haben wirklich einige Anläufe gebraucht. Das stimmt. Einmal hatte ich keine Zeit, glaube ich, weil ich irgendwas, ich weiß nicht, was da war. Ich war, glaube ich, auf Tournee. Oder genau, richtig. Ja. Und einmal war ich krank, da war die Stimme weg. Ja. Und das ist gar nicht so lang her, sie ist immer noch nicht ganz da, die Stimme. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Das ist ja gleich ein interessanter Aspekt. Ja. Als Künstler oder Schauspieler, eigentlich darf man es nicht erlauben, krank zu werden. Gerade jetzt in den Voraussetzungen, wo du Richard der Dritte spielst und ein ganzes Ensemble davon mit abhängig ist. Ja. Ne? Also so richtig. Es gibt keine Zweitbesetzung für niemanden. Ja. Es ist aber trotzdem so, dass ich mir geschworen habe, nie wieder mit Fieber zu spielen. Also solange es irgendwie geht, gehe ich in die Arbeit. Aber wenn ich Fieber habe, dann wird die Vorstellung einfach abgesagt und es gibt einen Ersatztermin. Mhm. Das mache ich nicht mehr. Ich finde es verrückt, dass die Leute krank arbeiten gehen. Ich glaube, es ist gescheiter, man bleibt gesund zu Hause. Aber das ist ja oft dieser Widerspruch, weil man ja, was man tut, so liebt als Künstler. Ich spreche aus eigener Erfahrung, bin selber Musiker. Ja. Und man, dass man mal wirklich nicht auf die Bühne geht, da muss ja schon einiges passieren. Ja, also da muss man entweder ist man betrunken oder wirklich schwer krank. Würde man, ich sage jetzt einmal, im geregelten Arbeitsleben, wenn man jetzt nicht gerade Künstler ist, wahrscheinlich niemals machen in diesen Zuständen, in denen wir teilweise oder du auf die Bühne gehst? Nein, das glaube ich gar nicht. Im Gegenteil, ich kenne sehr viele Leute, die nicht in diesem Beruf sind und die eher das Problem haben, oder genauso wie wir das Problem haben, dass sie jetzt krank arbeiten gehen. Es ist eine darum habe ich das vorhin gesagt, mit dem gesund zu Hause bleiben. Es ist mittlerweile so, dass die Leute sich zu Tode arbeiten manchmal und man hat Angst, irgendwie den Chef zu enttäuschen, den Arbeitsplatz zu verlieren. Und die Leute gehen heutzutage krank arbeiten. Ja. Jeder denkt sich, nein, das passt schon und das mache ich schon, da schlucke ich Pulver. Und auch die Werbung, die man sieht für Grippemittel, da geht es nie darum, wie kuriere ich die Krankheit oder wie mache ich meinen Körper gesund, sondern wie unterdrücke ich die Symptome. Ja. Und das finde ich den kompletten Schwachsinn. Ja. Also das ist vielleicht auch einer mit der Gründe, weshalb die Leute Depressionen haben, Panikattacken haben, weil du einfach über die Signale deines Körpers hinwegschaust. Burnout ist ja auch so ein Thema, das dich sehr beschäftigt, habe ich jetzt gerade gelesen auch noch. Ja. Ne? Da soll es ja ein Theaterstück drüber geben oder irgendwas. Also es gibt eine Kurzgeschichte, die in dem Buch Der frühe Wurm hat einen Vogel vorkommt und es gibt einen Plan, daraus mal ein Theaterstück zu machen. Genau, ich habe dann auf Facebook nachgefragt und das hat gewonnen. Welches Thema soll ein Stück werden? Und da war Burnout auf Platz 1. Aber es ist noch immer nicht fertig geworden. Es gibt einen ersten Teil, bis zur Pause gibt es schon. Und ist ein Projekt, das vielleicht in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren einmal stattfinden wird. Cool. Michael, mir hat jetzt gerade unlängst jemand auf dem Roten Stuhl erzählt, dass die ganze Künstlergemeinde, also die ganzen Künstler, der Großteil von ihnen auch schon im Schulalter gewisse Auffälligkeiten gehabt haben. So, ja. Man hat immer gemerkt, die haben so ein bisschen diesen Drang aufzufallen, oder, das aber war nicht negativ, früh, sondern... Ja. Na, wie auch, durchaus auch negativ, durchaus auch negativ. Hat sich das schon im Kindesalter sozusagen... Es war ein Rettungsanker, ganz einfach. Ich bin irgendwann draufgekommen als Kind in der Schule, dass mir in Mathematik an die Tafel gerufen, einen Term zu lösen, also irgend sowas mit 3x zu Quadrat weniger 4y gebrochen durch 27 fkk, keine Ahnung. Und ich bin da rausgegangen und habe, anstatt das zu rechnen, habe ich den Maxi Böhm nachgemacht. War ja eines deiner ganz großen auch Vorbilder. Ne? Ganz großes Vorbild, ja. Und habe 5 Lacher bekommen. Die Schüler haben gelacht.
Und das hat mir gereicht. Also ich habe dann zwar nicht genügend gekriegt, aber 5 Lacher. Und das war ein bisschen so eine Initialzündung, weil man gedacht habe, das befriedigt mich einfach mehr als eine gute Note. Ja. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass man da, ich glaube, das ist jetzt abgesehen vom Talent, das man braucht, die Begabung, die man für diesen Beruf oder für jeden künstlerischen Beruf braucht, oder eigentlich für jeden Beruf, ich glaube auch ein Florist braucht eine Begabung, auch ein Tischler braucht eine Begabung, wenn er guter Tischler oder guter Florist sein möchte, dass sich das natürlich relativ früh in der Kindheit schon zeigt. Ja. Die Begabung und natürlich auch die Bestätigung. Ne? Ist wahrscheinlich auch so ein Teil davon, warum man sich dann auch auf die Bühne stellt, weil man ja doch irgendwie auch so wahrscheinlich einer von den Menschen ist, die vielleicht ein bisschen mehr Bestätigung brauchen. Oder geht es dir da mehr eher um die Arbeit dann, die Qualität der Arbeit? Oder? Also es geht natürlich um die Bestätigung, das ist überhaupt keine Frage. Also ich glaube schon, dass wenn man das jetzt psychologisch betrachtet, der Urgrund, warum Menschen überhaupt auf die Bühne gehen oder überhaupt sich vor anderen präsentieren wollen, egal womit, sei es mit einem Gebäude als Architekt, mit einem Gemälde als Maler, mit einem Theaterstück als Schriftsteller, mit einem Soloprogramm als Kabarettist, steckt natürlich dahinter Aufmerksamkeit zu erregen. Also das Urmenschlichste ist es natürlich, Aufmerksamkeit zu erregen. Und es gibt eine Theorie, eine von Anthropologen, die sagen, oder Verhaltensforschern, die sagen, dass eigentlich unsere ganze Zivilisation nur deshalb besteht, weil wir Männer Weibchen anlocken wollen. Es gibt ja ein Phänomen, dass es im Laufe der Geschichte sehr wenige Frauen gab, die große Architektinnen waren oder große Schriftsteller. Nicht, weil sie weniger begabt waren, sondern weil aus zwei Gründen. Weil die Frauen es schwieriger hatten, in diese Berufe zu gehen, weil Frauen es überhaupt bis in die Neuzeit, bis vor kurzem, bis vor 20, 30, 50 Jahren eigentlich viel, viel schwieriger hatten, gleichberechtigt zu sein als Männer. Noch viel mehr natürlich im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Ist ein Grund. Der zweite Grund ist aber auch, dass Frauen nicht imponieren, um Männchen anzulocken. Okay, wir Männchen imponieren, um Weibchen anzulocken. Und Kunst ist eigentlich, es gibt einen Vogel, ich habe leider den Namen vergessen, Hansi heißt er, glaube ich. Nein, ich weiß nicht. Der baut sein Nest möglichst schön. Der hat evolutionär für die Nachkommen oder fürs Nest selber überhaupt keinen Sinn. Das hat nur den Sinn, dass das Weibchen beeindruckt ist vom schönsten Nest. Okay. Der tut so Steine hinein und Zweige. Das ist fast wie ein Kunstwerk. Fast, ne? Baut ein Riesengebäude auf quasi, dass die Alte sich denkt, der Knäll, bei dem ziehe ich ein, von dem lasse ich mir Kinder machen. Und ich glaube, dass das, so traurig es klingt, dass wir Menschen sind Viecher, dass das der wirkliche Antrieb ist, der biologische, natürliche Antrieb ist, warum wir Kunst machen. Dieses Theater hier, dieses riesengroße, das habe ich nur gebaut, um Weibchen anzulocken. Das ist eine großartige Erklärung. Schön, dass ich das jetzt einmal... Ich glaube, ich muss mir auch ein Theater bauen. Ja, es hat bis jetzt nichts geholfen. Nein, nicht. Die Weibchen nehmen alle die Männchen mit. Super. Ja, schade eigentlich. Aber vielleicht kommt ja noch was. Nia, jetzt ist es ja so, du hast ja dann quasi relativ früh erkannt, was deine Vision ist. Es war Fluchtmittel. Ich wollte aus dem Gymnasium flüchten, aus purer Langeweile. Also du bist Schulabbrecher? Ja, ich habe in der 6. glaube ich aufgehört. Aber nicht schon damals aus dem Grund, weil Ich bin zum Theater gegangen. Okay. In ein Kellertheater, ein kleines Kellertheater im Graumann-Theater war das. Das war in der Graumann-Gasse, wie der Name sagt. Wir haben uns damals nach der Gasse benannt. Okay. Ich habe das auch mitgegründet eigentlich. Also die Räumlichkeiten gab es schon, die hatte der Michael Mohab, der dann auch mein Lehrer war, gemietet gehabt und wir haben dann gemeinsam dort ein Theater gemacht mit 4, 5 Leuten. Unter anderem war der Rupert Henning dabei, der Regisseur, der jetzt sehr viel Fernsehen macht und so und Film. Und haben dieses Graumann-Theater dann gegründet. Ja. Das heißt, das war so eine abgrundtiefe Vision, die von ganz unten gekommen ist, wo du gewusst hast, oder eigentlich fast keine Wahl hattest, du hast gewusst, du musst. Ja, ich habe es gar nicht selber entschieden. Ich sage immer, es hat sich entschieden. Ich bereue es bis heute nicht, in gar keiner Weise. Aber ich denke mir manchmal, viel nachgedacht habe ich damals nicht. Ja. Es gibt so viele Dinge, die mich auch noch interessieren. Aber ich glaube, ich habe für nichts, die Begabung ist nicht adäquat. Also ich interessiere mich wahnsinnig für Geschichte, für Literatur, für Quantenphysik. Aber meine Begabung zur Quantenphysik ist sehr minimal. Also das wird über ein sehr, sehr leinhaftes, eine sehr leinhafte Beschäftigung nie hinausgehen. Und ich glaube, deshalb ist es damals, ich bin instinktiv dem gefolgt, was in mir, in meiner Seele, meinem Herz, was halt irgendwie hochgekommen ist.
Und das war das Theater, das war das Spielen, das Theaterspielen, ja, das Schreiben und das Geschichtenerzählen. Ja, okay. Hätte ja auch theoretisch in die Hose gehen können. Ja. Das, die Gefahr bei so einer Entscheidung ist ja... Wie man sieht, ist auch in die Hose gegangen. Die ganz schön gewaltig. Muss selber ein Holztheater hinbauen. Das ist genau. Mächtig in die Hose mit gegangen. Mit billigstem Holz. Mit billigstem. Nein, das hätte komplett schief gehen können. Und das war auch immer das Risiko, dass mir aber damals, ich war damals 19, 20. Wo die Entscheidung dann wirklich, ich bin ja zweimal sitzen geblieben im Gymnasium und das heißt, ich war mit 18 in der 6. Und das war damals, ich habe das Risiko nicht gespürt. Ich spüre das Risiko heute lustigerweise, wenn ich mit jungen Kollegen drüber rede, wenn 20-Jährige kommen und sagen, ich möchte Schauspieler werden und immer denke, oh, du. Das heißt, du würdest denen vom Bauchgefühl fast eher abraten? Weil nicht abraten, aber ich sehe das Risiko. Ich sage, es muss da wurscht sein, wenn du das Risiko ist, dass du mit 45 dastehst und nichts erreicht hast in deinem Leben. Nichts. Dir nichts leisten kannst. In einer kleinen Wohnung wohnst, kein Haus hast, kein Garten, keine Familie, nichts. Wenn dir das wurscht ist, dann mach's. Das war mir wurscht. Ich habe das meinen Eltern auch gesagt. Ich habe gesagt, es ist mir egal. Und wenn ich auf der Straße lande, als Bettler, es ist mir egal. Ich mache das jetzt. Ich stelle mir vor, die ersten Jahre waren ja auch hart, ne? Ja, natürlich. Also wir haben in einem kleinen Theater gearbeitet, gespielt im Grammatheater. Wir hatten 30 Sitzplätze. Und es waren oft auch nur diese Sitzplätze da. Also da sind dann 30 Sitzplätze gesessen und wir haben die Vorstellung abgesagt, weil einfach niemand kam. Mhm. Und wenn 15 Leute da waren, war es für uns schon der Mördererfolg. Da sind wir schon zum Billa gegangen und haben uns an Erdbeerschaumwein geholt, weil wir gedacht haben, wir müssen feiern. Es rennt, ne? Ja, es rennt, ja, das muss verlängert werden. Die Stickleute waren 15 Leute da. 15 Leute. Klar, das davon ist haben wir nur 7 gekannt, die anderen waren fremd. Es waren 8 fremde Menschen hier. Wahnsinn, ne? Ja. Man, heute witzelt man drüber, aber wenn man sich wahrscheinlich heute in die Lage zurückversetzt, weiß nicht, ob es noch möglich ist, aber das muss ja... Na, aber ich wahrscheinlich denke, war dir das so egal, nehme ich an, weil sonst hätte man das ja gar nicht gemacht. Es war egal, es war ein Erfolg. Ja, aber also trotzdem... Also die Tatsache, dass wir in einem Kellerloch im 15. Bezirk eine Bühne haben, die keine Bühne ist, und Sitzreihen haben, einen Theatersaal, der kein Theatersaal ist, aber für uns war es eine Bühne und ein Theatersaal. Und da kommen jetzt 4 Leute bei der Tür rein, die in der Zeitung gelesen haben, wir spielen, weiß ich nicht, von Woody Allen vor sich Trinkwasser oder was auch immer wir damals, wir haben ja 36 Stücke in der Zeit gespielt, von Albert Camus, Geschlossene Gesellschaft und von Thornton Wilder, wir sind noch einmal davon gekommen und lauter so, auch viel Komödien. Und die haben das gelesen und das war ein Erfolg, dass 4 Leute sich denken, dass es 4 Leute auf dieser Welt gibt, die sich für das interessieren, was ich mache. Mhm. Das war für uns damals ein unfassbar großer Erfolg. Mhm. Wahnsinn, ne? Weil es undenkbar war. Ne? Ja, ja, ja. Dann kam der große Hype. Natürlich nicht gleich, aber irgendwann ist die Popularität ja ins Geht. Das war das Fernsehen. Ja. Das war, ich glaube, Kaisermühlenblues war auch so ein. Nee, davor, davor waren 2 Sendungen, die mir der damalige Unterhaltungschef, der Peter Hofbauer, der jetzt der Chef von Metropolis, angeboten hat. Das war Comedy Express, hieß das. Da okay, haben wir so Stand-up-Comedy gemacht. Mit Ossi Kollmann. Und mit Ossi Kollmann die Fernsehsendung, die Quiz-Show quasi, Wer lacht, gewinnt, ja, hieß das. Ja. Ja. Und da ist dann so die Fernsehpopularität gekommen, die uns dann im Theater natürlich ein bisschen geholfen hat. Ja, klar. Ist das was dann auch manchmal anstrengend sein kann? Was denn? Der große Bekanntheitsgrad. Es gehört zum Geschäft dazu. Entschuldige, darf ich nur kurz was machen? Natürlich. Das ist das erste Interview, in dem ich das zugebe. Ich mache hier was Illegales. Also illegal ist es nicht, aber ich snooze. Ich rauche nicht mehr, sondern ich stecke mir das da hier rein. Achtung. Es ist ein schwedisches Snus. Und das gibt es aber bei uns nicht. Das besorge ich mir immer selber in Schweden. Nehme es mit. Und habe dann einen Vorrat an Snus. Es darf bei uns nicht verkauft werden. Man darf es nicht in Österreich verkaufen. Ich finde das großartig, dass das auf dem roten Stuhl passiert, diese Premiere. Ja. Ist es vielleicht auch so ein kleines Zeichen von Gemütlichkeit, die du empfindest? Es ist ein großes Zeichen sogar von Gemütlichkeit. Das freue ich mich sehr. Das mache ich nur, wenn ich mich wirklich wohlfühle. Und ist auch ein kleiner Aufruf, dass man endlich das legal machen sollte in ganz Europa, weil es ist gesünder als das Rauchen. Snus. Okay. Ist immer noch, am gesündesten ist, man macht gar nichts. Also am gesündesten ist, man stirbt. Wenn man tot ist, ist am gesündesten. Kein Cholesterin, keine Herzrhythmusstörungen, keine Panikattacken, nichts. Also tot sein ist das Gesündeste. Aber wenn man Nikotin gern hat, dann ist das
besser. Das Nuss. Hervorragend. Was war die Frage? Die Frage war, ob die Popularität auch manchmal anstrengend sein kann. Manchmal, du hast gesagt, das gehört natürlich dazu. Es gehört dazu zum Job. Das ist Kundenbetreuung de facto. Ja. Ja. Und manchmal ist eine Begegnung mit Menschen auf der Straße oder in der Straßenbahn, wo ich sehr selten bin, und in der U-Bahn, ist das auch eine lustige oder witzige, interessante Begegnung. Ja. Manchmal ist es wahnsinnig öd. Es ist wie es im Leben halt ist. Manchmal begegnet man Menschen und es ist öd. Manchmal nervt es einen, manchmal ist es lustig, manchmal ist es super, manchmal denkt man sich, brauche ich das. Aber es ist natürlich das Gefühl, dass man die ganze Zeit unter Beobachtung ist, ist das Anstrengende. Mhm. Dass man das Gefühl, also selbst, ich habe ja selbst das Gefühl, wenn keiner schaut, habe ich den Modus irgendwie eingeschalten, ich bin halt, irgendwer wird jetzt sagen, ich bin ja gestern gesehen oder was haben sie denn da wieder für einen Schaß gespielt vorgestern und so weiter. Ja. Das heißt, das ist die innere Einstellung, das Wissen, dass man beobachtet werden kann. Das ist ein bisschen anstrengend. Also man ist nie wirklich 100% privat. Das bin ich in London. Darum bin ich sehr viel in London. Okay, ich verbringe sehr viel Zeit in London. Und in London ist natürlich, kennt mich keine Sau, zu Recht auch. Warum sollte das auch so sein? Und da sitze ich in der U-Bahn, da sitzen 100.000 Leute und keiner schaut mir an. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit wäre ich dann ganz traurig und denke mir, meine Karriere, es schaut mich keiner mehr an. Und dann komme ich sofort wieder zurück nach Wien. Aber ist das ehrlich jetzt, das sind diese Momente dann auch, wo man merkt, dass man eigentlich das ganz auch vielleicht ein bisschen braucht oder so gewohnt ist, dass man es dann vermisst? Brauchen tue ich es nicht, aber es ist schon so, dass es auffällt ganz einfach. Mhm. Ja. Also dass die es macht natürlich in gewissen, man muss auch ganz ehrlich sagen, es hat ja manchmal auch Vorteile. Ich komme in ein Geschäft rein und suche irgendwas ganz Spezielles. Wenn ich jetzt ein Niemand wäre, würde der einfach sagen, na, haben wir nicht, tut mir leid, wieder schauen. Mhm. Jetzt denkt er sich aber, der Nirwan ist da. Was brauchen Sie denn, Jonathan? Das suchen wir gleich. Bemühen Sie sich besonders. Mhm. Ja. Ja. Auch nicht alle, aber doch viele. Und das hat natürlich auch einen Vorteil. Und wenn ich in London in ein Geschäft reingehe und was suche, bin ich einer von den 100 Customers, die da drinstehen. Und es interessiert keinen, keiner behandelt mich jetzt besonders, weil ich da nie war. Ja, natürlich. Ja. Was einerseits super und angenehm ist, wenn man dann wie ein normaler Mensch wieder lebt. Und dann gibt es natürlich, gebe ich offen zu, gibt es Momente, wo man denkt, ach Gott, diese Arschlöcher, die Engländer. Don't you know who I am? Yes, I mean I don't know. Also das ist so ambivalent. Ja, großartig. Also ich stelle mir vor, da gibt es wahrscheinlich auch unangenehme Situationen. Wie ich habe irgendwo gelesen, da wenn Leute rufen, hey, der Lustige rennt da irgendwo herum oder so, ja. Nehme ich an. Also, Lustiger hat man einmal. Ja, ja. Hallo, Lustiger. Das passiert schon manchmal. Das ist auch manchmal Leute, die einem halt angreifen auch. Also man sozusagen diesen Intim-Barriere, diese Intimsphäre, die man ja hat, wo man einen Menschen nicht reinsteigt, wenn man nicht kennt. Was man ja sonst bei keinem das machen würde eigentlich. Nein, ne? Aber ich selber schuld, wenn man einmal in der Woche, jetzt bin ich eh nicht mehr so oft in Was gibt es Neues, weil ich so viele Vorstellungen habe, aber wenn man einmal in der Woche im Wohnzimmer ist, im Fernseher gerät von den Menschen, dann darf nicht vergessen, die liegen alle blatschier ausgefressen wie sind, in ihre schieren Trainingsanzüge, nicht auf der Couch. Und man schaut ihnen dabei zu quasi. Also man ist ja durchs Fernsehen mit den Menschen in einer ganz intimen Situation. Ja, so im Wohnzimmer dann. Genau, du bist ja mit ihnen im Wohnzimmer. Greifen nahe. Genau. Und dadurch entsteht dieses Gefühl, dass die Menschen einen kennen. Die haben das Gefühl, du bist bei denen im Wohnzimmer. Mhm. Dadurch denken sie sich, ja, aber servus, Alter, wie geht's da? Das gibt's. Ja. Mich greifen die Leute auch oft an, was ja. Dann wenn man wenig Sex hat, eh gut ist, aber manchmal. Dann liest man natürlich überall auch über viele Stars viel vom Privatleben, was die Leute wahrscheinlich dann ja doch noch näher an dich ranbringt, vom Gefühl her, weil sie natürlich auch wissen, was macht der sonst. Ich bin jemand, der relativ viel in den Programmen ja auch preisgibt. Also man kann natürlich nie wissen, was ist erfunden, weil ich auch viel erfinde. Aber im Prinzip ist es so, mir hat das nie so aufgeregt, diese Zeitungsartikel, wenn dann irgendwas steht, was nicht stimmt in irgendeinem Magazin oder so. Das ist, ich denke mir immer, wann kommt der Bus mit den Leuten, die das wirklich interessiert. Mhm. Ja? Also das liest man, ich lese auch manchmal Seitenblicke im Magazin und denke mir, na schau, da dumm, großer Wahnsinn. Ja? Und dann denke ich mir, das haben sie wahrscheinlich genauso erfunden, wie sie die Sachen über mich erfunden haben. Aber ich gebe eh so viel, man braucht nur meine Bücher lesen und man weiß, glaube ich, sehr viel über mich. Ja, man hat ja selber auch als Mensch so diese Neugierde in sich. Wahrscheinlich du genauso, ne? Selbstverständlich. Wenn man irgendeine Schlagzeile liest und sagt, was ist da passiert? Ich lese gerne Interviews, schaue mir gerne Interviews mit Leuten an. Mhm. Google stundenlang auf YouTube, um Interviews mit Peter Sellers oder solchen Maxi Böhm zu finden. Mhm. Weil du natürlich auch, das Interessante ist dann schon an Menschen auch,
von seiner privaten Seite kennenzulernen. Ja, natürlich. Ja. 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 Und nicht nur in einer Figur oder in einem Programm. Ja, ich hoffe, du wirst dir unser Interview dann auch irgendwann einmal googeln und anschauen. Die eigenen schaue ich mir sehr selten. Okay. Ich finde es immer grauenvoll. Okay. Vor allem, wenn ich die Frisur sehe, drei Tour. Das ist für das Stück Richard III., ja. 16. Jahrhundert. Wobei, du warst ja mittlerweile auch schon bei Willkommen in Österreich mit der Frisur. War mittlerweile ist sie ja schon, Menschen gewöhnt. Ja, ich gewöhne mich nicht dran. Ich möchte mir jeden Tag denken, jetzt mache ich es, jetzt ist mir wurscht, jetzt mache ich es. Jetzt rasieren wir es einfach so ab und tritt als Gescheher da auf. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, wenn das eigentlich so zum eigenen Menschentyp gar nicht so passt. So eine Frisur nehme ich an, das kostet eine gewisse Überwindung ja. auch. Ich hatte als Jugendlicher, da gibt es Fotos von mir, ich hatte als Jugendlicher ja viel mehr Haare generell. Und also von vorn auch. Ne? Mhm. Und ich habe solche Haare gehabt, wirklich. Also fast afromäßig. Ja? Also bei mir ist der Perser ist bei mir ins Afrikanische gegangen. Okay. Ja? Und hatte solche Haare. Und damals habe ich es cool gefunden, ja? Dass ich so lange Haare habe und so. Weil es halt überall waren. Jetzt ist dieser Streifen da, diese Quadratschädel-Serengeti. Ja? Das ist schrecklich. Ja? Auch so viel Lebewesen wie in der Serengeti. Ich zumindest das Gefühl, ich bin es ja nicht gewohnt, weil ich ja Jahrzehnte, also ich weiß nicht wie lange, aber sicher 20 Jahre lang mir die Haare einfach ganz kurz schneide. Ja. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass man die Haare spürt. Ja. Und es irritiert mich total. Ich denke mir, ich dusche mich viermal am Tag, wenn man denkt, ach, was habe ich denn da? Also sind meine Haare. Was man eigentlich für eine Rolle alles in Kauf nehmen muss, ne? Weil ja. Das geht ja wirklich sehr ins Persönliche. Muss ich auch zunehmen auch, ne? Für die Rolle extra. Ich Echt? Bin ja eigentlich wirklich durchtrainiert und ja, schlank ja, und stimmt. Extra so kennt man für dich, diese ja. Rolle habe ja. ich extra so kennt man dich. Harte Arbeit, wirklich harte Arbeit. Mir, ein anderes Thema kurz. Ja. Du bist ja, also zum Beispiel, wenn man die Facebook-Seite hernimmt, ja. der Kabarettist mit, oder Schauspieler mit der größten Fangemeinde, glaube ich, Österreichs. Ich glaube, ja, ich glaube. 245.000 ja, sind es jetzt. Das ist unglaublich. Danke, vielen Dank. Ich habe so eine Theorie und zwar, du wirkst extrem authentisch auf der Bühne, so nahe den Leuten, dass man fast das Gefühl hat, man kennt dich, du bist so greifbar, im Gegensatz zu vielen anderen. Glaubst du, ist das Geheimnis deines Erfolges, diese viel zitierte Authentizität? Ich kann selber natürlich, wenn ich sagen könnte, was das Geheimnis meines Erfolges wäre, dann hätte ich wahrscheinlich keinen Erfolg. Ich glaube, mir bleibt das natürlich verschlossen ein bisschen, also ich freue mich drüber. Ich kann es nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, das Einzige, was ich immer versuche, ist, ein Versprechen einzuhalten, wenn ich eins gegeben habe. Ja. Und mit der Entscheidung, Komiker zu werden, und ich sage immer absichtlich, obwohl mir viele Kollegen abraten, ich sage absichtlich Komiker. Das Versprechen, ich bringe euch zum Lachen, ich werde mir den Arsch aufreißen, dass es für euch komisch ist, dass ich euch eine spannende Geschichte erzähle, das Versprechen versuche ich einzuhalten und versuche alles zu tun, damit das erfüllt wird, dieses Versprechen. Und ich glaube, dass das authentisch sein, ich kann gar nicht anders. Ich bin, ich merke das selber, wenn ich, das ist jetzt im Shakespeare, den wir spielen, so, das ist ja ein von mir bearbeitetes Stück. Und ich habe mir eine Rolle geschrieben, die natürlich schon ein bisschen bei mir ist, die aber auch natürlich sehr anders ist. Mhm. Ja. Und ich spiele das wahnsinnig gern, das macht mir einen großen Spaß und das macht den Leuten einen großen Spaß, aber ich merke, dass ich mich danach sehne, wieder mal einfach so raufzugehen und einfach ich zu sein. Ja. Okay, na, aber da hat das, man ja vielleicht die Antwort ein bisschen dann genau, drinnen. Genau, ja. Das ist wahrscheinlich so, ja. Ja, weil, also ich glaube schon, dass die Glaubwürdigkeit eben durch die Natürlichkeit einfach, das geht Hand in Hand irgendwo. Also ich habe mir, wie ich jung war, vorgenommen oder mich bemüht, immer natürlich zu sein auf der Bühne, ja. Das klingt jetzt absurd, weil ich so wahnsinnig utrieren kann auch oder weil ich so wahnsinnig übertreibe manchmal auf der Bühne. Aber ich wollte immer das Gefühl haben für mich, egal was ich da oben auf diesen Brettern mache, ich will im Körper keinen Unterschied spüren zwischen hier und Wohnzimmer. Ich möchte, dass ich mich da genauso normal verhalten kann. Also das heißt, mit dem Handwerk, mit den Gesetzen der Bühne, mit dem deutlich sprechen, laut sprechen, mit dem einen Raum aufnehmen, eine Figur spielen. Aber das möchte ich so beherrschen, dass es mich nicht mehr anstrengt, als von der Couch aufstehen und in die Küche gehen und mir Wurstbrot zu machen. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich Schauspieler gesehen habe und es so künstlich war, genau. Dann hat es mich fadisiert. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, man spürt das auch. Ja. Ich glaube, wenn man Antennen hat, spürt man das. Ne? Und das hat mein damaliger Schauspiellehrer auch. Ich konnte ja ursprünglich nicht einmal aus einem Sessel aufstehen, ohne dass
unnatürlich gewirkt hat. Du fängst als Schauspieler plötzlich an und denkst, jetzt muss ich bei dem Satz aufstehen. Wie soll ich mich so? Soll ich so aufstehen? Und dann hat der Schauspieler, der Michel Mohab, zu mir gesagt, du, vergiss es jetzt mit dem Aufstehen. Bleib sitzen. Mach was anderes. Geh zur Tür raus. Und plötzlich bin ich aufgestanden, bin ganz normal aufgestanden. Okay. Und mein Gehirn hat sich damit beschäftigt, wie gehe ich bei der Tür raus? Und dadurch habe ich das Aufstehen vergessen. Und durchs Vergessen des Aufstehens bin ich ganz natürlich aufgestanden. Okay. Und damals habe ich begriffen, man muss sich als Schauspieler selbst überlisten. Du musst dein Gehirn ablenken von dem, was du machst. Du musst natürlich konzentriert sein, aber ja. Du musst auch abgelenkt sein. Weil wenn du zu sehr konzentriert bist, dann wird es unnatürlich. Dann fangst du an zu zerlegen. Wo schaue ich hin? Soll ich jetzt nach rechts schauen? Soll ich nach links schauen? Wo habe ich meine Hand? Soll ich so sitzen? Wo habe ich die Füße? Das muss man alles vergessen. Das vergisst du ja im wirklichen Leben auch. Ja. Sondern du machst denkst es natürlich. Denkst du ja nicht drüber nach. Ja. Ne? Nein. Weil es in keinem Drehbuch steht. Genau. Oder so, und auf der Bühne musst du natürlich irgendwann drüber nachdenken. Bei der Probe musst du anfangen, drüber nachzudenken. Geh da jetzt um, soll ich da nicht um, wie gehe ich um? Oder wann ist der richtige Moment? Wann ist der richtige Moment, genau. Ja. Und da bin ich einmal drauf gekommen, das Wichtigste ist für mich, in der Situation zu sein. Das heißt, ich muss wissen, was für eine menschliche Situation ist es. Es geht jetzt in einem Gespräch, er bekommt von ihr erklärt, ich verlasse dich, ich habe dich betrogen. Und er ist erleichtert, dass er sie endlich los ist, aber er darf sie ja nicht zeigen und will sie nicht zeigen, er will den Verletzten spielen. Mhm. Eigentlich ist, wenn ich die Situation begreife, wenn ich weiß, wie ist die Situation, wie fühlt sich das an, ist es scheißegal, ob ich so sitze oder nach rechts schaue oder nach links schaue. Das sind Sachen, das kann man sich ausmachen, das ist aber egal, das kann variieren. Was nicht variieren darf, ist die Situation, die ich spiele. Ja, okay. Dem muss immer dieses gleich, Grundfeeling. Das Grundfeeling. Ja. Das muss gleich, das muss echt sein. Ja. Und das habe ich immer probiert. Also ich habe immer probiert, auch bei den Soloprogrammen, wenn ich grantig bin oder wenn ich angefressen bin oder traurig bin oder was auch immer, vor der Vorstellung, denke ich mir, ich kann denen jetzt vorstellen, dass ich es nicht vorspielen, dass ich es nicht bin, oder ich nehme es einfach mit. Mhm. Und ich gehe oft raus und ändere die ersten paar Sätze. Ich bin schon auftreten und gesagt, meine Damen und Herren, guten Abend, gefreut sich heute auch nicht. Und dadurch, dass ich aber dieses Gefühl mitgenommen habe, habe ich auf der Bühne vor den Leuten dieses Gefühl verwandelt ins andere. Mhm. Und habe nicht was vorgespielt. Wahnsinn, ja. Und hochspannend. Ja. Und ja, und ich glaube, dadurch kann Authentizität entstehen. Ja, ja. Gibt es immer wieder die Diskussion, auch gerade bei Kabarettisten, weil die ja oft in der Schauspielerei landen, obwohl sie keine ausgebildeten Schauspieler sind. Manche können es auch überhaupt nicht. Manche sind aber wirken trotzdem total authentisch. Also da sage ich dann immer so, man muss vielleicht gar nicht unbedingt der gelernte Schauspieler sein, weil man dann eben, wie du vorher beschrieben hast, mehr aus dem Bauch agiert. Die Sache Roland ist die, Düringen ist, zum Beispiel, ja? Entschuldige noch, am Roten Stuhl hat gesagt, wenn man das kapiert, wie das funktioniert, dann hat er so geschnipst und hat gesagt, kann man Schauspielerei in 3 Tagen erlernen, wenn man es kapiert. So. Das würde ich prinzipiell unterschreiben, das ist richtig. Ja. Ich glaube nicht, dass man es in 3 Tagen lernen kann, ich glaube, dass man es in 10 Minuten lernen kann. Es geht um den Moment, weil alles andere, es geht um den Moment, wo du begreifst, dass du ein Handwerk machst und dass du die Gesetze dieses Handwerks, so wie ein Tischler sein Handwerk beherrschen muss, die musst du üben. Mhm. Das musst du üben, du musst sprechen lernen, du musst mit deiner Stimme lernen umzugehen, du musst lernen, was es heißt, musst eigentlich lernen, was Körpersprache heißt. Ja. Ja? Ich kann eine Geschichte, ich kann eine Szene inszenieren und spielen. Ich kann ganz freundlich zu dir sein und die nettesten Sachen sagen und die ganze Zeit so sitzen. Und ich mache immer da eine Mauer und ich erzähle meine ganz privaten Sachen, aber ich mache immer eine Mauer. Und in Wirklichkeit bekommt der Zuschauer mit, du bist mir nicht sympathisch, ich will nichts hergeben von mir, okay. Weil ich so eine Mauer mache. Okay, obwohl du alles erzählst. Obwohl ich alles erzähle, ja, das ist ein Subtext, der da passiert auch. Ja. Ich kann so sitzen und kann dir aber auch überhaupt nichts sagen. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie der Körper in Zusammenhang ist mit dem, was ich sage. Okay. Das ist zum Beispiel so ein Handwerk. Mhm. Und wenn ich das begriffen habe, dass ich das brauche und dann weiß, ich muss nur in der Situation sein und diese Dinge müssen ist wie Autofahren. Muss automatisch gehen. Wenn ich beim Autofahren überlege, zweiter, ah, soll ich jetzt in den dritten oben? Nein, warte, wie? Ah, ja, jetzt muss ich in den dritten oben. Nein, warte mal. Kann ich schon nicht Auto fahren. Ja. Und jede Kunstform ist so. Das Schreiben ist so, das Malen ist so, das Musikspielen ist so, Instrumente spielen ist so, das Komponieren, alles ist so. Ich muss dieses Handwerk so können. Das muss ich so parat haben.
Und dann reicht es einfach, und da hat der Roland recht, dann reicht es einfach, wenn ich kapiere, es geht darum, in der Situation zu sein und in der Situation authentisch meinen Text zu sprechen. Dann geht's. Ja, okay. Du bist ja auch von den Terminen her unglaublich gebucht. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Wir spüren gerade viel, ja. Gibt es da nicht Momente, wo man sich wirklich dann auch überwinden muss? Oder gibt es bei dir so Durchhänge? Ich habe mal gelesen, du hast alle 14 Tage ein Burnout oder ja, so. Ja, ich habe alle 14 Tage ein Burnout, ja, genau. Selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob das scherzhaft ist. Ist dieses Feuer immer da, nein, das man für die Bühne so braucht? Meiner Meinung nach? Nein. Nicht? Das Feuer braucht man, um überhaupt, glaube ich, irgendwas im Leben zu machen. Dass man überhaupt von seiner Couch aufsteht und wurscht, was es ist und was macht, dazu braucht man Feuer, um es halbwegs glücklich zu machen. Wenn man es dann macht, ist das Feuer oft natürlich weg. Aber unser Beruf hat einen großen Vorteil. Die Menschen, die da unten sitzen, die bringen eine Energie mit, die bringen, ihr eigenes Leben mit und die haben sie um teures Geld Karten gekauft, die sind da rausgefahren und jetzt sitzen die da. Und ich da hinten denke mir, oh, ich kann halt nicht. Aber dann gehst du raus und dann merkst du, wie gern die da sind und dann denkst du, eigentlich haben sie recht. Also mich überredet das Publikum oft dazu, Freude an meinem Beruf zu haben. Ich denke mir, wie jeder andere auch, der ins Büro geht oder in die Werkstatt geht oder zu einem Meeting geht, Alter, muss das jetzt sein? Brauche ich das? Ich brauche wie einen Kropf jetzt. Ich werde jetzt lieber irgendwo am Strand sitzen oder in London in der Buchhandlung oder sonst was. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo du eben, und das ist meistens durchs Publikum, wo du denkst, wenn sie die so cool finden, warum finde ich es eigentlich nicht selber? Es ist eigentlich recht haben sie. Eigentlich ist es cool, dass man da sein kann. Man spürt das. Also es gibt so Abende, da kommt, da spürt man förmlich diese Energie, die praktisch. Du spürst sie immer. Ja. Also du spürst immer die Energie von den Leuten, die da unten kommen. Das ist immer vorhanden. Aber es gibt da so Abende, die relativ wenig Eindruck hinterlassen, nehme ich an. Also bei mir als Musiker war es auch so, wo man. Es ist einfach so, dass wo man sich wirklich motivieren muss dann. Ne? Wir auf der Bühne sind genauso normale Leute wie die da unten, mit dem Unterschied, dass wir ihnen halt was vorspielen. Und es gibt so Phänomene wie, dass es, wenn es zum ersten Mal wirklich warm wird im Frühling, da war der ganze Winter, es ist zum ersten Mal wirklich warm. Wir hinten denken uns, jetzt scheint die Sonne und ich muss da runter. Und auch der Körper ist irgendwie, er will nicht drinnen sein, der Körper will raus auf die Wiese, ins Gasthaus, in den Gastgarten. Und die haben dasselbe Gefühl. Und da treffen wir uns. Und diese Vorstellungen sind dann oft so, was du denkst, ja, die da unten denken sich, ja, eh lustig, aber scheiße, es hat zum ersten Mal 20 Grad. Und wir denken uns, na, eh super, dass du da sitzt, jetzt müssen wir spielen. Ja. Also wir sind oft, das Publikum und die Schauspieler, wir sind oft auf derselben Wellenlänge, weil wir ja dasselbe unter Tags mehr oder weniger erleben wie die Leute da unten. Und manchmal gibt es Abende, wo manchmal sind wir daneben oder ich daneben. Da spüre ich es gerade nicht so. Da hilft aber das Handwerk. Da schalte ich dann auf Autopilot und denke mir, okay, ich spiele es jetzt einfach brav runter. Und durch dieses routinierte Runterspielen kommt aber plötzlich dann auch wieder die, du pendelt sich so ein. Ja. Glaubst du, merken das die Leute? Wir diskutieren sehr viel darüber, ob das die Leute wahrscheinlich merken. Wahrscheinlich könnten sie es nicht definieren, aber vielleicht spürt man einer, der dich vielleicht schon oft gesehen hat. Oder das so, mag der, sein, der, ja. Aber es ist sogar so, dass Kollegen, die mit mir auf der Bühne stehen und ich sage nachher, entschuldige, es tut mir leid. Und der Kollege sagt zu mir, was machst du jetzt? Ich sage, ja, ich war komplett daneben. Also habe ich nichts gemerkt, du hast dir alles gesagt. Ja. Also oft ist es natürlich wahnsinnig subjektiv. Es ist auch oft so, man geht ab und sagt, bist du deppert, war das eine super Vorstellung? Ja, Es war jemand drin und der kommt hinten hin und sagt, naja, das hat eine Zachheit. Gell? Ja. Und auch umgekehrt. Du gehst die Wahrnehmungen manchmal, sind manchmal komplett konträr. Ja. Und ich kenne das auch so, denn als Musiker denkt man sich auch von so einem Abend, war großartig und dann hört man den Tonmitschnitt und denkt sich, was war da eigentlich großartig? Ja. Ne? Auch umgekehrt. Manchmal gehe ich oder ab, umgekehrt, ja. Stadthalle, 2000 Leute, ich gehe ab in der Pause und sage, na, sowas Ödes überhaupt noch nie erlebt. Und der Georg Wanzl und sein Team, mein Veranstalter, kommt und sagt, Nia, bist du deppert? Einer der besten Abende. Einer deiner besten Abende. Ja, steht davor. Also, es ist sehr subjektiv. Ja, bringt mich abschließend noch zu einem Thema, das mich interessiert. Du wechselst ja quasi kabarettmäßig jetzt zwischen Solo und
und Duo-Kabarett mit Viktor Gernert eben. Ist das so die Solo-Geschichte? Braucht man irgendwann einen zweiten daneben, der gewisse Sachen mit abfängt? Oder was ist da so die Motivation? Das ist einfach eine Sache der Abwechslung. Okay. Das ist eine Sache der Abwechslung. So wie am Koch fad wird, wenn er 100.000 Schnitzel macht und nie wer was anderes bestellt, wird mir dann einfach fad und denkt mir, jetzt reicht's, jetzt möchte ich wieder mit jemandem arbeiten. Das Theaterstück jetzt Richard der Dritte, da stehen 22 Leute insgesamt auf der Bühne, wir haben ein Riesenensemble. Und das macht mir einen großen Spaß. Und aber auch hier wird der Tag kommen, wo man denkt, jetzt reicht es wieder, jetzt möchte ich wieder allein auf der Bühne stehen. Okay. Also es ist einfach nur eine Sache der Abwechslung. Okay. Michael, es hat größten Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich so oft verschoben habe. Ist das jetzt ein Kompliment, oder? Kompliment. Dankeschön. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Großartig. Schönes Gespräch. Dankeschön. Großartig, dass es geklappt hat. Gerne. Und abschließend noch der Hinweis, das mache ich immer traditionell, wir sind ja auf YouTube und diesen Kanal kann man abonnieren, das würde mich freuen, wenn Sie das tun, die Gesprächsreihe auf dem Roten Stuhl, und ich verspreche, wir haben immer die coolen Leute auf dem Roten Stuhl. Machen Sie es gut, bis bald und auf Wiedersehen. Ciao.